Herzlich willkommen, liebe Leute, heute zu unserem Podcast. Heute zu uns bei Gast der liebe Dennis Zinner, alias Dan Main, der erste European Vlogging Wrestler auf Social Media. Stimmt, ja. Und zurzeit Freelancer. Ja, im Wrestling Business Freelancer heißt das. Genau, also wie kann man das erklären, Freelancer? Freelancer bedeutet eben, dass du nicht unter Vertrag wegen deiner Liga bist. Das heißt eben, okay, dass du frei sozusagen überall auftreten kannst, ohne irgendwie gebunden zu sein. Also du hast jetzt keinen Vertrag, für diese Liga kämpfst du. Mhm. Du kriegst Angebote für Matches quasi, kann man sich das vorstellen. Und dann suchst du aus, welches Match willst du kämpfen. Kannst du selbst aussuchen, nicht welches Match, aber halt bei welcher Liga ich auftreten will. Also das kannst du dann aussuchen. Sozusagen, also du normalerweise, wenn du irgendwo vertraglich gebunden bist, heißt es entweder du wrestlest nur dort oder du wrestlest halt alle Matches, die dir diese Liga gibt, und du kannst halt drumherum dich verplanen. Aber wenn du jetzt Freelancer bist, kannst du sagen, okay, einmal dort, einmal da, einmal hier, so kannst du es eben aussuchen. Also ungebunden und flexibel. Genau. Für dich perfekt eigentlich. Ja. Yeah. Und ja, wie bist du zu deinem Wrestling gekommen? Kurz vielleicht? Kurz gesagt, es war bei mir so, ich bin halt ein sehr korpulenter Junge gewesen. Okay. Vor allem so mit eben 12 ungefähr, wie ich auch angefangen habe. Da war es jetzt so bei uns in der Schule, dass wir Konditionstraining hatten für die etwas festeren Kinder. Okay. Und da war mein Kollege dabei, der hat gesagt, dass wir, also dass er viel lieber Wrestling-Training machen würde, als jetzt irgendwie dort herumzuturnen. Als runterlaufen. Genau, und ich habe mir gedacht, ich bin schon jahrelang ein Fan, was hat es damit auf sich? Und das, zuerst habe ich geglaubt, dass ich eben so, also dass denen eben so ein Wrestling-Shop gibt oder so. Da bin ich aber drauf gekommen, dass ich wirklich in der Wrestling-Schule war, und so habe ich eben angefangen mit dem Wrestling-Training und bin halt immer mehr reingekommen. Und wenn du halt Fan bist, dann identifizierst du dich sehr schnell damit, und dann machst du halt immer mehr Trainings und bist halt immer motivierter. Und auch wenn es nur eine Stunde war in der Woche am Anfang, war es halt super für mich, einfach zum Reinkommen. Und im Vergleich zu anderen, die viel später anfangen, habe ich eben mit 12 angefangen und konnte so eigentlich viel früher Erfahrung sammeln. Ist eigentlich ein frühes Alter, oder? Für Wrestling? Ja, anfangen. Extrem früh. Also meine Mama hat sich nicht sehr gefreut, dass ich da mit 12 mich auf die Matte schmeißen lasse. Dass die Schnauze gar. Ja. So ein bisschen ein Vorurteil, aber... Ja, vielleicht auch, ist es halt doch. Ist schon ziemlich, ja, ist doch ein schon ziemlich hart. Sport. Klingt so, glaube ich. Ja, und dann war es halt mit 12 halt eh noch nicht so, nicht über drüber. Ja, arg, so Randausphase. Ja, genau, Technik, Grundlegendes und so, aber trotzdem halt, das Ding, wir haben ja unsere Fallschule sozusagen. Wie fällt man genau, richtig? Die Bumps und so, da fällt man halt trotzdem, die Schwerkraft kannst du halt trotzdem nicht einschalten und daher... Ja, was? Eine nicht schwierige, aber eine Zeit, in der ich viel Überzeugungskraft brauchte. Aber damit du damit meine Familie, und auch damit meine Familie sich nicht denkt, ich mache meinen Körper komplett kaputt. Aber ich bin eben dran geblieben, und jetzt bin ich hier. Ja, das freut uns. Und weil du gesagt hast, Wrestling-Schule kurz, gibt es bei uns in Österreich sogenannte Tryouts? Ist der Konkurrenzkampf so stark, dass man schon aussortieren anfängt? Naja, der Konkurrenzkampf, also generell in Österreich gibt es wenige Schulen jetzt eigentlich, und bezüglich Tryouts, die Schule macht nicht wirklich Tryouts. Tryouts ist mehr so ein WWE-Ding, ein große Liga-Ding. Ausselektieren. Genau, wer ist vielleicht geeignet, wer hat Potenzial, sowas sind ja Tryouts zum Beispiel bei der WWE oder so. Es gibt halt größere Ligen auch in Europa, die sowas machen. Ich habe jetzt heuer im Februar war das noch, habe ich bei WXW so ein Tryout gehabt. Das ist die größte Liga von Deutschland, das ist eine der größten von Europa. Die haben mir ein Tryout gegeben, da schauen sie sich eben die Leute an, okay, kann der wrestlen, wie ist der so im Ring, wie schaut's aus, und dann kriegst du halt Matches und kannst dich halt so präsentieren und so. Sowas gibt es halt schon, aber jetzt bei Schulen selbst gibt es vielleicht bei den ganz großen Schulen, jetzt zum Beispiel so wie es in, wie ich in New York gewrestelt habe, wollte ich auch zu einer Schule schauen, die hat so ein Tryout gemacht, das war von
In New York heißt die eine große Liga, House of Glory. House of Glory, ja, das ist eine relativ große Liga sogar. Okay, klingt Und ja, groß. die haben Tryouts gemacht, einfach für die Schule, für Leute, die trainieren wollen. Also, sowas gibt es schon bei uns eher eigentlich nicht. Okay. Ja, und du hast jetzt mit 12 Jahren angefangen. Wie wird man dann quasi ein Profi-Wrestler? Trial and Error. Am Anfang bist du halt Schüler, musst halt die ganzen Gegebenheiten einmal lernen, dann lernst du einmal, wie verhält man sich im Ring sozusagen technisch, wie läuft es im Ring ab mit Moves, Ringposition, Fallen, auf sich aufpassen und so weiter. Das ist sozusagen die Schule. Aber ich finde, das, was dich dann zum Pro macht und was dich halt sozusagen aus, nicht aus, also es gibt so einen gewissen Teil der Ausbildung im Wrestling, wo du halt die eben die Theorie lernst und halt sozusagen die Ringpraxis, aber dann gehst du sozusagen raus in die weite Welt und wrestlst halt vor verschiedenen Publikum, also vor verschiedenen Leuten Ja. einfach. Und das ist eigentlich das, was dich zum Pro macht, weil du lernst in der Schule nicht wirklich, wie du reagierst bei einer Show. Weil im Endeffekt ist eine Wrestling-Show so ein Zusammenspiel zwischen dem Wrestler und den Zuschauern. Und du als Wrestler willst halt die Zuschauer sozusagen Stimmt, ja. unterhalten. Und das lernst du eben nicht wirklich, wenn du Moves machst und so. Das ist das Ganze zwischen den Moves. Und das Ganze, okay, ich habe jetzt einen Move gelandet, mein Gegner liegt am Boden. Es ist gerade ein bisschen Zeit, dass du sozusagen die Leute anfeuerst und sie Ja, sozusagen Bestimmung hinter dich, ja anheizt. genau, und hinter dich holst. Weißt du, ich meine, so, dass du so, dass du halt, also das ist dann eigentlich, was so ein Wrestler für die Leute auch interessant macht. Wenn du nur deine Moves machst, und es gibt halt Wrestler, die sind super Ja, move-based und die genau. sind halt so richtig. Die machen vielleicht Genau, Move, Move, ihre Move, Move. Moves Ja, genau. Und es gibt Wrestling-Fans, es gibt so die Wrestling-Fans, die sowas voll feiern. Aber es gibt halt auch Wrestling-Fans, die brauchen ein bisschen was, dass sie sich mit denen identifizieren Ja. können, dass sie so interagieren können. Und das ist halt das, was du dann während Matches lernst. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht gekonnt. Und keine Ahnung gehabt davon, wie das funktioniert, wie das ausschauen soll. Und dann mit der Zeit bin ich dann drauf gekommen, okay, ich mache meine Moves und so. Weil die haben immer eigentlich gesessen bei mir. Das ist immer halbwegs. Hat immer halbwegs funktioniert. Also Technik Genau, hat Technik und so, das hat immer gepasst, okay. gepasst. Aber das Interagieren habe ich eigentlich nie gelernt, richtig. Mit Also, dem Publikum ja, oder mit dem genau. Gegner Mit auch? dem Gegner, den musst du halt immer im Kopf haben. Den Gegner, den musst du sowieso immer ein bisschen einschätzen und du musst auch ungefähr wissen, okay, wie ist sein Moveset vielleicht, wie kann ich darauf reagieren und so. Das ist das eine, das hat ungefähr gepasst. Immer natürlich wird es halt immer besser, je mehr Erfahrung, das du hast. Aber bei mir war es halt immer so mit den, also bezüglich den Fans, habe ich nie gewusst, ah, wie tue ich jetzt eigentlich mit denen so. Und dann irgendwie mit der Zeit bin ich drauf gekommen. Dann meine Touren durch England haben mir auch viel geholfen dabei. Also das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, aha, okay, es ist nicht nur Nicht Wrestling, es ist nur. genau, ja genau, es ist genauso auch das dazwischen. Und dann irgendwann kommst du drauf, Ja. aha, wow, okay, das ist eigentlich das, was mich zum Beispiel auch dazu gebracht hat, Wrestler zu mögen. Und dann kommst du irgendwie mit der Zeit kommst du drauf und denkst ja okay, und dann war halt eben zum Beispiel die erste Sommertour, da war ich 2017 in England, da bin ich heimgekommen und habe gedacht, aha, okay, so ungefähr. Und dann ist es halt so weitergegangen, dann habe ich noch eine Wintertour sozusagen durch England gemacht, so ein halbes Jahr drauf, dann ist schon immer mehr Wahnsinn. geworden und dann ist halt so zu Hause waren halt dann immer mehr so die Matches, so Österreich, Deutschland, deutscher Sprachraum, halt da eher mehr, dann ist jetzt so dahin gegangen und dann habe ich schon immer mehr gewusst, okay, so funktioniert es. Und dann war ja dann letzten Sommer war nochmal die dritte England-Tour und dann habe ich Dritte schon England. Wie alt bist du? Das sind jetzt 22. Also, schon herumgekommen. Wahnsinn. ja, Wrestling bringt einen herum, also International. England. Also würdest du sagen, eine gesunde Mischung aus körperlicher Fitness, körperlicher Athletik im Ring und Charisma, wie man Ja, sich gegenüber den unbedingt. Fans Also, verhält. ich finde schon, der Unterschied halt zu einem anderen Kampfsport, jetzt sage ich mal, zu einem anderen, zum Beispiel zu Ringen oder nicht einmal MMA, weil die machen auch schon immer mehr eigentlich das, was WWE und so weiter anbietet, das drumherum. Aber Okay. sagen wir mal Ringen oder so, das ist halt wirklich, du bist bei der Veranstaltung, du machst dein Match, deinen Kampf, fertig. Und während dem Kampf konzentrierst du dich nur auf den Kampf und sonst nichts. Genau.
Und das ist halt der Unterschied zum Wrestling, wo du doch viel mehr Zuschauer hast und viel mehr Stimmung hast. Und das ist halt. Also eher nichts für Introvertierte im Ring, Ja, schon ein bisschen auf extrovertiert. jeden Fall. Aber ich finde auch Das gibt selber, mit der dazu. Zeit wirst du dann auch so. Also je mehr, Schon. dass du wrestlest, ich war auch, am Anfang war ich wirklich sehr introvertiert, vor allem halt als als Teenie und so, wie ich angefangen habe, kleiner dicker Junge, weißt du. Und dann irgendwie Wrestling hat mir auch viel dabei geholfen, so selbst zu wachsen. Dass ich wirklich sozusagen mich selbst halt verändere, weißt du, weil du musst immer aus dir rausgehen Du, und du ja. musst halt vor die Leute gehen und musst halt was darstellen. Und dann ist es immer so, boah, aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt durch den Vorhang, okay, ich bin da. Und das war halt so, das, was mir viel geholfen hat, auch selbst zu wachsen. Weil du das gerade angesprochen hast, wie du durch den Vorhang gehst, bist du im Ring Dennis Zinner oder Dan Main? Dan Main, auf jeden Fall. Aber ich finde, zwischen Dennis Zinner und Dan Main ist nicht ein Riesenunterschied. Okay. Ich bin so eher der Fan von Wrestling, wo du sagst, du bist nicht nur ein Charakter sozusagen. So zum Beispiel, wenn ich in den Ring gehe XY und stelle halt irgendwas dar. Und ich finde, wenn du in den Ring gehst, bist du einfach viel mehr das, was du schon bist. Sozusagen das nur 1000% mehr davon. Und dann gehst halt vor die Zuschauer und du bist halt einfach mehr präsent und ich bin von mir selbst, ich bin eigentlich ich, nur ich bin halt hyped und will halt einfach mein Ding durchziehen. Und das Okay. ist halt einfach ich, nur verstärkt. Ich glaube, ja. Ja, ich kann mich selber noch erinnern, dieser Wrestling-Boom bei uns in Österreich, so 2006 herum, als ich noch 10 Jahre alt war, als wir im Hof die Stangen reingesteckt haben, Seil drum gespannt und auf die Schnauze gegeben, ist dieser Boom heute noch gleich? War der einmal schwächer, einmal wieder stärker? Wie hast du das so ein Gefühl? Ich würd schon sagen, er hat sich etwas verändert seit von damals zu jetzt. Vor allem auch, weil die WWE war halt damals der einzige richtig wahrzunehmende Player im Spiel. Und jetzt hat es sich halt, also es war so eben, wie du sagst, die Zeit war halt die Ruthless Aggression Era. Ja. Und halt die Zeit, die Ruthless Aggression Era, wo es halt Leute gegeben hat wie Rey Mysterio und Leute wie John Cena, also einer meiner Favoriten, John Also, aber heute Cena auch früher. noch Ja, komplett sicher, das Gesicht von Superstar. WWE, John Ja, Cena. obwohl er schon immer mehr ins Ja. Filmbusiness eigentlich Ja. übersteigt. Aber ja, eben solche Leute, oder Triple H und Shawn Michaels, Undertaker, das war halt genau die Ja, Zeit. kennt man Ja. eigentlich, ne? Und das war genau die Zeit, wo du sagst, wow, Wrestling ist dieses riesengroße Produkt. Verzeihung, ich stelle schnell was leiser. Das müssen wir aufschneiden. Wrestling ist dieses riesengroße Produkt damals gewesen und es hat halt nur WWE gegeben. Und das war halt so weltweit eigentlich dieser Boom. Und im Vergleich zu jetzt, ich meine, nach diesem 2000er-Jahre-Boom ist mir vorgekommen, ist es ein bisschen ruhiger geworden. So Genau, auf ja. einem Mainstream-Level ist es ein Ja. bisschen ruhiger geworden. Aber jetzt ist es halt wieder so, dass Wrestling wieder voll im Kommen ist. Aber nicht, weil es WWE wieder so ankurbelt. WWE ist derzeit ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich übersättigt. Weil es gibt so viele wöchentliche Produkte. Ich meine, jetzt da wegen Corona und so weiter hat sich das ein bisschen Ja, zurückgeschraubt. erst die WrestleMania ohne Ja, ohne Zuseher. Zuschauer. Genau. Wahnsinn. Und eben ist es sich zurückgeschraubt, aber WWE bringt jetzt so viele Produkte raus. So wöchentlich NXT und Raw und SmackDown und NXT UK und weiß nicht, ob sie noch 205 haben, das für die Leichtgewichte Okay. und so. Das ist halt. Für einen, der das wirklich verfolgen will, viel zu viel. Weil du kannst nicht jede Woche 10, 15 Stunden Wrestling-Produkt schauen. Und es ist halt so, dass WWE halt sich einerseits übersättigt hat, aber jetzt da kommt, wer auf dem Markt kommen halt viele andere Ligen, die sozusagen relevant Die sich werden. von unten Ja, quasi rauf genau. Oder die es kicken. eh schon lange gibt und die mal so auf und ab haben, aber Okay. jetzt haben sie wirklich alle ein bisschen die Messlatte höher gesetzt. Und jetzt gibt es eben All Elite Wrestling, die derzeit größte Konkurrenz eigentlich von WWE, die eben in einer halben Stunde eine 10.000-Seat-Arena 10 ausverkauft haben.
bei der ersten Show. Wo gibt's dich? In Amerika. In Amerika. In Amerika. Also die touren auch durch ganz Amerika. Also die haben auch eine wöchentliche, eben auf TNT, dem Fernsehsender. Mhm, genau. Die haben eben da auch wöchentlich ihr Produkt im Fernsehen und sind halt wirklich gut vertreten. Da gibt es halt viele. Ich meine, es gibt ein paar, die von WWE dann übergegangen sind zu All Elite Wrestling, sind so Leute wie Cody Rhodes. Mhm. Zum Beispiel, der wird mir auf die Schnelle einfallen, der bekannt ist. Und die haben halt ein super Produkt und auch eine Alternative zu WWE eigentlich. Und daher kommen derzeit wieder eigentlich so viele Ligen, die halt die Latte so hochlegen zusammen und dadurch beginnt jetzt wieder der Boom eigentlich. Es ist gerade eine super Zeit. Ich meine, jetzt die Krise hat das Ganze ein bisschen erschwert, ja. Aber es war vorher schon eine super Zeit, Wrestler zu sein, Wrestling-Fan zu sein, weil halt diese Amerika-Welle nach Europa überschwappt und Leute in Europa auch wieder beginnen, Wrestling zu schauen. Und das ist okay. Halt sozusagen die 2000er Jahre, die Ruthless Aggression Era, dann war eine kurze Down-Phase und jetzt kommt halt wieder die neue Ära sozusagen, weil sich die Ligen auch gegenseitig anstacheln, weißt du, WWE macht das, All Elite Wrestling reagiert und rauf, 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 rauf und so entwickelt sich das Ganze jetzt. Also, ich meine, wir haben vorher schon kurz gequatscht, du hast was gemeint von 200 Ligen allein in England. Ja, wirklich viele, wirklich viele. Eben in ich meine, in England ist der Boom jetzt leider wieder ein bisschen gekillt worden. Mhm. Aber am stärksten war es eben so 2016, 17, eben ich auch gerade drüben war für meine erste England-Tour. Da war es so, da war gerade waren gerade die Indie-Szene, die Independent-Szene, okay. War wirklich am Boomen, weil da so viele Ligen waren und die WWE hat doch nicht wirklich viel gemacht in England. Alles professioneller, oder? Genau, alles eben auf hohem Level einfach und es war halt so, der Boom war am Laufen, dann ist die WWE gekommen. Die WWE hat ihre Unterliga NXT UK in England hineingepflanzt sozusagen und die haben halt dann bewirkt eigentlich, dass sie haben dann alle guten Wrestler unter Vertrag genommen. Durch diesen Vertrag durften sie nicht mehr bei anderen Ligen auftreten, nur mehr bei WWE UK. Und dadurch war halt dann, also nicht alle, aber der Großteil. Und dadurch waren halt dann die Main Eventer, die wichtigen Wrestler für die Independent-Szene, waren dann halt alle weg. Und die haben halt dann keine Zuschauer mehr gezogen zu den Shows und so hat sich die Szene wieder ein bisschen leider zurückgebildet über die letzten paar Jahre hinweg. Ja. Wahnsinn, wenn man das nicht so auf dem Schirm hat, was sich ja, da alles ja, tut. Ja. Also man muss nur schauen, es tut sich ja wirklich viel. Ja. Man muss halt irgendwie genau involviert sein. Ja. Es tut sich wirklich, also in deutschen Sprachen, denke ich, in Deutschland gibt es ja auch 15, 20 Ligen oder so. Also wirklich viele auch. Und es ist halt einfach präsent. Und bei uns ist halt gerade eine super Situation, einfach auch Wrestling anzubieten und den Leuten im Wrestling näher zu bringen, weil du dir halt schon, also weil eben die Fanbase da ist, nur sie wissen nicht wohin. Und sie wissen nicht, ich meine, wenn man Wrestling-Fan ist, will man ja oft nicht nur WWE schauen, man will halt auch ein bisschen live anschauen und halt genauso live ein bisschen mitfiebern. Und das ist halt da super, wenn es dann so Local Indies, also Local unabhängige Ligen gibt, die halt dieses Produkt dann auch den Fans bieten können. Und also hat super viel Potenzial. Wenn wer interessiert ist zurzeit, sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ja, kann man jederzeit einen Kampf besuchen. Genau, eben zum Beispiel bei uns in der Gegend eben, also so in Steiermark Raum, so zum Beispiel MWA eben, die Liga, die ich auch eben gegründet habe, einfach in der Gegend Wrestling, um eben in der Gegend Wrestling den Leuten näher zu bringen. Das war der ganze Grund dahinter auch. Weil ich will halt, ich bereise halt die Welt und schaue mir überall die verschiedensten Stile an. Ja. Und ich kenne halt auch die ganzen Wrestler von Europa jetzt sowieso, kenne halt die ganzen üblichen Verdächtigen, weißt du? Und da weiß ich halt, wer gut ist und wer Potenzial hätte, den Leuten hier zu zeigen, was es überhaupt gibt. Und die hole ich dann auch halt zu mir in die Liga, weil ich weiß, dass die eben einen guten Job machen können. Also ein bisschen opportunistisch unterwegs, der lieber Dennis-Zinner. Yes. Ja, und wie schaut jetzt da so ein Tagesablauf von einem Wrestler aus? So ein bisschen aufs Training bezogen. Aufs Training bezogen. Also Training bezogen ist es bei mir derzeit, weil er eigentlich noch ein bisschen Off-Season ist, bis es halt wieder losgeht. So Ende Juli habe ich meine erste Show wieder. Haupt,
Season, kann man das immer sagen? Immer. Eigentlich. Also normalerweise ist immer Season, weil es immer Wrestling-Shows gibt normalerweise. Es ist immer, du hast nie Off-Season. Das ist halt für den Körper natürlich nicht das Beste. Aber jetzt vor allem ist eben sozusagen eine erzwungene Off-Season. Mhm. Und da kannst du halt wirklich fokussieren auf Körper ausbilden. Eben, ich bin derzeit eben sehr auf Muskelaufbau aus, einfach weil du während der Season jetzt nicht so viel weiterbringen kannst. Du schaust auf Erhalt und das genau. Genau. Und auf halt Verletzungsprävention. Movement, Flexibility. Genau. Das sind halt dann halt eher die Hauptpunkte. Da verbinde ich dann eben mein Training wirklich mehr mit solchen Geschichten eben auch. Da ist halt dann Stretching super wichtig, da ist halt dann eben Mobility Training super wichtig und halt In-Ring-Training auch. Aber es kommt halt immer darauf an, wie viel, dass du im Ring bist. Wenn du jedes Wochenende wrestlest, dann ist es halt so, du trainierst zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Freitag lasse ich meistens frei, wenn ich am Samstag ein wichtiges Match habe, weil du dann halt doch ein bisschen fatigued bist und dann kannst du halt nicht so gut performen, als wenn du jetzt, also wenn du jetzt durchtrainierst vorher, kannst du halt sicher auch noch gut performen, aber nicht so gut, wie wenn du jetzt ein bisschen Pause hast vorher. Und dann hast du das Match am Samstag meistens und dann bist du der Sonntag, bist du Heimreise, bist regenerieren ein bisschen. Genau, und dann geht es halt wieder los. Und dann da kannst du nicht so über drüber trainieren, dann musst du es halt easy angehen. Nicht dass die Gelenke merken es halt schon. Und dann, wenn du Montag wieder im Gym bist, dann merkst du auch, okay, heute vielleicht noch nicht. Und dann heute vielleicht noch nicht Leg Day, der Körper braucht noch ein bisschen, die Knie, Rücken und so. Einfach, und dann, du merkst aber dann, du kennst den Körper einfach und du weißt dann, okay, heute besser nicht so schwer, vielleicht heute eher leichtes Gewicht, langsame Wiederholungen und so. Also schon eher im Hypertrophiebereich eigentlich immer. Ich bin nicht so der Fan von Maximalkrafttraining, so ab und zu vielleicht, aber ich finde, das ist bei mir nicht zielführend, weil für mich ist halt wichtig natürlich die Muskelmasse, einerseits eben aus dem Schutzfaktor, du hast Muskeln, die schützen dich beim Fallen, andererseits eben aus dem, natürlich aus dem ästhetischen Faktor genauso, weil du willst ja auch was gleich schauen, sag ich jetzt mal, und halt natürlich die Kraft hast du ja trotzdem, auch wenn du jetzt nicht immer auf Maximalkraft trainierst, du musst ja trotzdem immer Progressive Overload verfolgen, dass du eben Muskeln aufbauen kannst, also das ist ja eigentlich das Ziel dadurch, also du musst ja immer die Balance finden zwischen, okay, es wird mir jetzt zu viel, weil jetzt zum Beispiel trainiere ich 6-mal die Woche. Und jetzt ist es halt Kraft. So, nur Kraft, ja, genau. Und halt zusätzlich Cardio dazu und Stretches. Und halt ansonsten nicht wirklich viel. Ringtraining geht gerade noch nicht. Daher ist das halt jetzt mein Main-Fokus, dass ich sage, okay, so die Zeit kann ich jetzt so am besten nutzen im Gym, dass ich eben so viel Muskelmasse aufbaue, wie ich kann, dass ich nachher den Nutzen davon weitertrage. Das ist halt der Sinn der Zeit dabei. Ja, und welche Muskelgruppen, wenn man das so sagen kann, auf welche kommt es besonders drauf an? Zum Beispiel die Rotatormanschette, die muss halten. Ja, die muss eben gut vor. Also du musst halt die Rotator, also aufgewärmt muss es auf jeden Fall sein. Natürlich halt, ich mache jetzt nicht wirklich Rotatorentraining allein. Ich meine, natürlich beim Warm-up, die ganzen mit dem Band, die bewegen, ja, jedes Mal. Das ist schon bei allen Oberkörper-Trainingstagen sowieso. Also das mache ich schon immer. Ich mache jetzt nicht eigenes Rotatorentraining, mache ich jetzt eigentlich nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Nee, eigentlich mehr beim Warm-up und sonst weiß ich, inwiefern das zählt, wenn du rudern tust, also dass du nochmal die Schulterblätter nach vorne lässt und dann sowas vielleicht. Aber ansonsten eher Warm-up darauf. Also darauf schaue ich schon immer. Also ich bin so auch der Typ, vor einem Match gibt es immer ein Warm-up. So ich würde niemals rausgehen unaufgewärmt. Es gibt so Wrestler, die sitzen da, chillen bis die Musik beginnt und dann Wahnsinn. Ohne Warm-up wirklich. Ja, ohne Warm-up. So, vor allem in England sind viele so, die chillen halt dann so, ah, okay, raus geht's. Und es gibt auch welche, die verletzen sich trotzdem nie. Aber ich bin jetzt so eher der Typ, better safe than sorry. Ja, ja. So immer aufgewärmt und immer vorher so. Es ist auch ein bisschen so, es ist so mental, der Ablauf. Genau, und das ist so der Ablauf, so okay, ich wärme mich jetzt auf. Und das kannst du nicht nochmal so auf den Match vorbereiten, so mental, dass du ein bisschen die Ruhezeit noch vorher, dass du sagst, okay, das ist so mein Ablauf, den mache ich eigentlich immer so. Und dann konzentrierst du dich halt, okay, jetzt geht's gleich raus. Nochmal runterkommen, nochmal vorbereiten und dann raus. Also hast du
ein spezielles Programm, was du vor jedem Match durchziehst, Ja, es ist so wirklich so eine mehr, Routine, genau, es Matchroutine. sind mehr so eben einerseits so rotieren, also Gelenke aufwärmen, Gelenke rotieren, eben Rotatoren, genau, eben Rotatoren aufwärmen mit Theraband und so weiter. Ein bisschen, also zuerst mal so Gelenke aufwärmen, dann ein bisschen pumpen. Also das ist so Genau, das, pumpen. ja genau, dass das Blut halt schön zirkuliert und dann, ist keine Squats, also nicht wirklich Squats, also dass es Blut in den Beinen ist, das bringt mir auch nicht viel, aber halt so wirklich Oberkörper ein bisschen aufwärmen. Natürlich halt Beine musst du halt, also von oben bis unten eigentlich. Und halt dann ein paar Liegestütze drauf, ein bisschen mit dem Theraband, ist der so halt eher. Das ist so mein Ablauf, ein bisschen dynamische Stretches, solche Geschichten. Ne? Ja, Rotatorenmanschette habe ich deswegen angesprochen, wenn es die Wrestler aus dem Ring über die Ringseile drüber haut und sie halten sich mit einer Hand an und ich denke mir, ah, Verletzungen im Wrestling. Bei mir, Holzköpfen, Gott sei Dank nicht. Okay. Also das ist schon, es ist schon sehr verbreitet und es sind halt genau solche Sachen, so die kleinen Fehler, was kurz nicht aufpasst und zack ist der Bizeps abgerissen. Das war eben zum Beispiel bei meiner letzten Show so, mein Gegner hat sich eine Woche vor der Show den Bizeps abgerissen, genau bei sowas. Aus dem Ring gefallen, zu spät losgelassen vom Seil und weg war er. Das sind halt beim Wrestling sind es meistens die kleinen Sachen, die Verletzungen verursachen. So die kleinen Schlamperheiten vielleicht sogar. So weißt du, die so kurz nicht aufgepasst und dann ist schon passiert. Weil sonst so die großen Moves, also die gehen halt wirklich mehr auf den ganzen Körper. Weißt du, also wenn du, Das fuckt auf der Körper ab. genau, da merkst du halt, Das merkst du schon das System. Kreuz und so. Wenn es dann mal ein Batista-Bomb, weißt du, sowas kriegst, das merkst du halt schon. Aber du, also das Verletzungsrisiko nicht so hoch, wenn du auf deinen Kopf aufpassen kannst. Deswegen wir müssen den Kopf anziehen, wir müssen aufpassen, dass da nichts passiert. Und so ist es halt, also so ist es halt eher dann schon so, dass die kleinen Sachen, oder dass zum Beispiel keine Ahnung, du knackst dein Bein um und dann ist irgendwas beim Knie oder beim Gelenk oder sowas passiert dann öfters. Oder eben beim Rausfallen, du hältst dich nicht richtig an und oder du lässt zu spät los. Und dann ist halt passiert. Bizeps. Bizeps passiert oft. Also Bizeps so, eben bei, vor allem beim Rausfallen passiert das oft, weil du fällst halt raus und du musst dich einerseits festhalten und dann aber früh genug loslassen, damit du eben gescheit deinen Fall irgendwie steuern kannst. Und wenn du jetzt nicht, also wenn du zu spät loslässt, dann passiert es halt, dass du eben, weiß nicht, wie wieder die Funktion einer Bizepsruptur funktioniert, aber du lässt halt zu spät los und dann passiert das. Überdehnt Oder und ja, genau. Oder zack. zum Beispiel, manche halten sich nicht fest am Seil, sondern sie klemmen es zwischen dem Ellbogen ein. Und Okay. dann passiert das auch oft. So, weil da eben doch viel Kraft dahinter steckt zwischen der Rotation und dem Rausfallen. Und es ist halt viel Koordination und auch, dass du das halbwegs sicher irgendwie, ohne dass du dich arg verletzt, machst. Und dann passiert halt sowas eher. Ansonsten ja. Es gibt halt schon auch Gehirnerschütterungen, wenn du nicht deinen Kopf Wollte ich zu anziehst. sprechen kommen aufs nächste, ja. Und es gibt halt viele Sachen, also es gibt halt viele solche Sachen. Aber so viel gegen den Kopf passiert halt öfters mal was. Und eben, also kleine Sachen und halt der Kopf. Das ist halt meistens das Verletzungsrisiko.